Einen schönen Abend. Wir sprechen gleich über die neue Mondmission, die heute Nacht in Russland starten soll. In Österreich regt sich Kritik aus der KI-Forschung. Hinken wir in Sachen künstlicher Intelligenz hinterher? Und Hypnotic heißt der neue Action-Thriller mit Ben Affleck, der heute bei uns ins Kino kommt. In etwa 2 Stunden soll eine russische Rakete mit der Mondsonde Luna 25 im Laderaum abheben. Es ist die erste Mondmission Russlands seit fast 50 Jahren. Ein prestigeträchtiges Projekt, das mitten im Ukraine-Krieg Erfolgsnachrichten für Russland bringen soll. Denn der russische Feldzug stagniert trotz heftiger Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur. Und immer wieder erreichen ukrainische Drohnen die Hauptstadt Moskau. Noch immer suchen Einsatzkräfte nach der schweren Explosion auf dem Gelände einer Fabrik in der Nähe von Moskau nach Vermissten. Der Betrieb soll für die Rüstungsindustrie tätig sein. Dass die Ursache für die Explosion eine Drohne gewesen sei, will Russland nicht bestätigen. Es meldet allerdings Erfolge bei der Drohnenabwehr. 13 seien zuletzt über der Krim und über Moskau abgeschossen worden. Die Drohnenangriffe hatten Zweifel an den technischen Möglichkeiten der Luftabwehr genährt. Einen Beweis für die eigene technologische Überlegenheit erhofft sich Russland nun aus dem Weltraum. Es will an seine spektakulären Missionen aus der Zeit des Kalten Krieges anknüpfen. In erster Linie ist es ein Zeichen seiner Macht auf internationaler Bühne. Nicht viele werden das beachten, aber die richtigen Leute werden bemerken, Russland ist wieder im Spiel. Der Start der Mondsonde ist wegen technischer Probleme seit Jahren verschoben worden. Nach dem Überfall auf die Ukraine ist die Europäische Weltraumorganisation ESA aus dem Projekt ausgestiegen. Nun will Russland beweisen, dass es unabhängig diese ambitionierte Mission durchführen kann. Was steckt hinter der russischen Mondmission? Darüber möchte ich jetzt mit 2 Experten sprechen. In Innsbruck begrüße ich den Politikwissenschaftler und Russland-Experten Gerhard Mangott, Professor an der Universität Innsbruck. Und in Berlin René Pischel, Leiter des Russland-Büros der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Einen schönen Abend. Herr Pischel, ich möchte gerne bei Ihnen beginnen. Die russische Sonde ist nicht besetzt, soll am Südpol des Mondes landen und soll dort auch Bodenproben nehmen in Vorbereitung auf zukünftige Mondflüge. Wie groß, wie bedeutend ist denn diese Operation, sollte sie gelingen? Also diese Mission ist sozusagen der Anfang eines längerfristigen Programms von Russland. Und deswegen ist die Mission natürlich extrem bedeutsam, weil wenn sie schiefgehen würde, würde dieses ganze Programm sozusagen in sich zusammenbrechen oder eben extrem verzögert werden. Dieser Flug zum Mond hätte ja schon vor einigen Jahren stattfinden sollen, ist immer wieder verschoben worden. Jetzt hebt diese Rakete eben ab in einer Zeit, in der Russland einen Krieg führt. Herr Mangott, wie passt das denn zusammen? Nun, erstens ist das ein sehr langfristig geplantes Projekt. Es sollte ja schon 2012 diese Sonde entsandt werden, aber wegen technischer Probleme hat sich das immer wieder verzögert. Und jetzt eben macht man einen neuen Anlauf. Und es ist so, dass diese Raumsonde Luna 25 ganz bewusst so heißt. Russland stellt sich damit in die Tradition der sowjetischen Raumfahrt. Die Sowjetunion war dort im Wettbewerb mit dem Gegner, mit dem Feind, den Vereinigten Staaten, ja sehr erfolgreich im Weltraum. Erster Satellit 1957, erste Raumsonde am Mond 1959, erster Mensch im Weltall 1961. Und man will an diese Tradition der Leistungsfähigkeit im Rahmen eines systemischen Wettbewerbs wieder mit dem Westen eben demonstrieren, dass auch unter Sanktionsbedingungen Russland in der Lage ist, diese Spitzenleistungen in der Technologie zu bringen und ein neues Raumfahrtprogramm wiederzubeleben, zumindest im unbemannten Bereich. Inwiefern dienen diese Weltraummissionen dann auch der Propaganda im Land? Es ist natürlich so, dass die Führung diese Mondmission jetzt auch breit vermarktet. Sie soll eben zeigen, dass das Land technologisch fortgeschritten ist, dass es leistungsfähig ist, dass es dem Sanktionsdruck widerstehen kann und dass es in die große Tradition der sowjetischen Raumfahrt sich integrieren kann. In einem Programm, das ja sehr ambitioniert ist, es soll ja bis 2040 auf dem Mond eine Station errichtet werden, gemeinsam mit der Volksrepublik China. Und das soll die Bürger in Russland stolz machen, stolz auf das Land, stolz auf seine Wissenschaftler und natürlich nicht zuletzt stolz auf seine politische Führung.
Die Europäische Weltraumorganisation wäre ja ursprünglich an den russischen Mondmissionen beteiligt gewesen, hat die Zusammenarbeit aber aufgrund des Ukraine-Krieges beendet. Herr Pischel, wie sieht das Verhältnis zwischen der ESA und Russland denn im Moment aus? Ja, im Moment geht natürlich die Zusammenarbeit im Rahmen der ISS weiter. Und ein wichtiges anderer Punkt in der Kooperation ist eben derzeit eben das Bemühen, die Hardware, die übrig ist von der beendeten ExoMars-Mission, die eigentlich letztes Jahr starten sollte, wieder zurückzuführen, jeweils unsere Hardware, die in Moskau ist, zu uns zurückzubringen und russische Hardware, die in Europa ist, nach Russland zurückzubringen. Wir können im Moment ja eine Art neuen Wettlauf um den Mond beobachten. Eine indische Sonde soll nur wenige Tage nach der russischen am Mond landen. Auch China und die USA spielen damit. Gleichzeitig wird Russland immer mehr isoliert. Herr Pischel, wie weit kann die russische Raumfahrt denn im Alleingang überhaupt kommen? Also diese Luna 25-Mission war ja von Anfang an als wirklich vorwiegend russische Mission geplant. Die ESA hatte dort nur eine Kamera als Demonstration mit vorgesehen. Anders hat es ausgesehen für die geplante Mission Luna 27. Dort hätte die ESA wirklich substanzielle Beiträge geleistet. Das ändert sich nun. Wahrscheinlich wird eben Russland muss eben zusehen, dass sie eben diese Elemente ersetzen können. Dadurch wird sich die Mission natürlich nach hinten verschieben. Aber wir sehen eben zum Beispiel die bemannte Raumfahrt läuft zwar mit alter Technik, aber sie läuft auch ohne sozusagen Kooperationen. Weltraummissionen sind ja sehr teuer. Man braucht eben auch viel Technologie, zu der Russland seit Kriegsbeginn nur noch eingeschränkt Zugang hat. Herr Mangold, kann sich Russland das alles überhaupt leisten? Russland will sich das leisten, aus den genannten politischen und propagandistischen Gründen. Und dafür werden alle Mittel mobilisiert, die es dazu braucht. Es ist nicht ein Problem der finanziellen Mittel, die dieses Programm begleitet haben, sondern technische Schwierigkeiten. Also das Geld steht zur Verfügung. Es ist nur so, Russland gibt gleichzeitig eben auch sehr viel für die Rüstungsindustrie aus und auch sehr viel für gehobene Sozialleistungen. Und das eigentlich treibt den russischen Staatshaushalt in ein markantes Defizit, das immer weiter anwachsen wird. Und da muss man sich natürlich fragen, ist es eigentlich sinnvoll, ein so teures Programm unter solchen Rahmenbedingungen durchzuführen? Aber wie gesagt, hier gewinnt der politische Zweck, gewinnt das propagandistische Ziel über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Herr Pischel, ich möchte Ihnen noch kurz eine Frage zur ESA selbst stellen. Europa ist ja im Moment abhängig von den USA, um ins All zu kommen. Wir hinken da im Vergleich recht hinterher. Wie sieht es denn aus mit einer europäischen Mondmission? Ja, Europa ist ja stark beteiligt an der Kooperation mit der NASA für die Monderforschung. Das ist einmal das europäische Service-Modul, was in den Artemis-Missionen steckt. Und außerdem ist die ESA auch beteiligt an dem Lunar Gateway-Projekt mit mehreren Modulen. Und im Rahmen dieses Programms sind auch drei Flüge von ESA-Astronauten zum Mond vorgesehen. Und wir hoffen also sehr, dass es möglich sein wird, dass ein europäischer Astronaut auch mal seinen Fuß auf den Mondboden setzen kann. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und gekürzt. Die Langfassung finden Sie in der ORF-TV-Thek. Weiter nach Hawaii, wo bei schweren Busch- und Waldbränden auf der beliebten Ferieninsel Maui bisher mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen sind. US-Präsident Biden hat den Katastrophenfall ausgerufen. Seit Mittwoch wütet das Feuer in der Küstenstadt Lahaina. Angefacht durch den Hurrikan Dora breiten sich die Flammen rasend schnell aus. Unser Haus ist nur noch Rauch und Asche. Uns bleibt nur die Kleidung, die wir tragen. Unser Hund und unsere beiden Kinder, sagt er. Mehr als 270 Gebäude in Lahaina seien vom Feuer beschädigt oder sogar zerstört worden. Kritik gibt es heute an Österreichs Strategie zum Thema künstliche Intelligenz. Die KI-Forschung habe hierzulande keinen großen Stellenwert, auch wenn die Politik zuletzt anderes versprochen habe, sagt der renommierte KI-Forscher Sepp Hochreiter. Es fehle an Interesse, obwohl es im Land sehr viel Potenzial gäbe.
Fragt man ChatGPT, wie es um Österreich und die KI-Forschung steht, sagt es: Österreich wird nicht als Hauptvorreiter angesehen. Sepp Hochreiter gilt als Pionier in der KI-Forschung. Er formuliert es noch drastischer. In der Politik haben wir immer schön geredet, aber eigentlich so richtig interessiert hat sich keiner dafür. Sepp Hochreiter bekommt 2017 selbst ein Labor für KI-Forschung. Damit bietet die Johannes-Kepler-Universität als eine der ersten Universitäten ein Artificial Intelligence-Studium an. Um die heimische Wirtschaft damit zu fördern, brauche es allerdings Grundlagenforschung. Genau da möchte das Studium auch ansetzen. Für Hochreiter ist das aber nicht genug. Es wurden keine neuen Gelder freigemacht, um wirklich KI-Forschung in größeren und KI-Grundlagenforschung, muss ich vielleicht auch genauer sagen, im größeren Stile zu fördern, da noch was nachzulegen. Zumindest ist mir nichts bekannt. Und mir wurde es auch gesagt, eigentlich wurde es mir von den Politikern ja auch gesagt, dass es im Moment nicht geht. Zuständig ist Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski, der die Kritik aus Linz heute nicht kommentieren wollte. 65 Millionen Dollar Budget, Ben Affleck und Alice Braga in den Hauptrollen. Das ist die Ausgangslage für den neuen Action-Thriller Hypnotic. Es geht darin um einen Polizisten, der nach längerer Auszeit in den Job zurückkehrt und gleich mit einem mysteriösen Fall konfrontiert wird. Der Film ist seit heute in den österreichischen Kinos zu sehen. Bin wieder arbeitsfähig. Was steht an? Danny Rourke ist Polizist und stößt bei einem rätselhaften Banküberfall auf eine Spur, die ihn zu seiner verschwundenen Tochter führen könnte. Doch nach und nach bemerkt Danny, dass vieles nicht mit rechten Dingen zugeht. In diesem Film wirkt manches ein wenig seltsam oder beunruhigend, aber mit der Zeit versteht man, warum alles ist, wie es ist. Als er während seiner Ermittlungen auf Diana trifft, erzählt diese von den sogenannten Hypnotics. Stimme, Blicke, Geräusche. Dadurch bringen Hypnotics Menschen dazu, eine Version der Welt zu sehen, die nicht existiert. Und auch bei Danny scheinen die Grenzen zwischen Realität und Wahrnehmung zu verschwimmen. Was Sie sehen, ist nicht real! Inspiriert von Hitchcocks Klassiker der 50er Jahre Vertigo, kam Robert Rodriguez die Idee zu Hypnotic. Es geht darum, eine Illusion zu erschaffen, die das Publikum wirklich glaubt, obwohl die Geschichte natürlich fiktiv ist. Der starbesetzte Action-Thriller ist ein Wechselspiel aus spannenden Wendungen und bizarren Dialogen. Wir kommen zum Schluss noch zum Wetter. Da war die Stimmung heute früh auf der Park schon fast herbstlich. Das ändert sich ab morgen wieder. Die Details hat Daniel Schlager. Morgen Freitag erwartet uns ruhiges Sommerwetter mit Sonnenschein und höchstens kleinen Wolken. Außerdem legen die Temperaturen zu, im Westen bereits auf 30 Grad. Am Wochenende werden die 30 Grad dann verbreitet erreicht und es geht meist sonnig weiter. Zum Abend hin bilden sich aber ein paar Gewitter, am Samstag vor allem im Westen, am Sonntag auch im Süden. Und ein Ende dieser sommerlichen, aber zum Teil gewitteranfälligen Wetterphase ist vorerst noch nicht in Sicht. Mit diesen sonnigen Aussichten darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Die nächsten aktuellen Nachrichten gibt es dann morgen früh. Haben Sie noch eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen.